Hallo, schönen guten Morgen. Schön euch zu sehen, schön eure Bildchen zu sehen, schön Michaela. Ihr seid jetzt hierher gekommen. Ich habe gesehen, ganz von Anfang an war nur Dorothea da. Und jetzt haben sich 9 oder 10 Leute eingeschaltet. Und ihr werdet ja einen Grund haben, ne? Es gibt ja einen Grund dafür, dass du jetzt hier reinkommst in den Zoom-Raum. Und diesen Grund, diesen Purpose, diese möchte ich noch mal gerne vertiefen. Ich heute ist ja die Lektion: Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Also ich brauche eure Motivation nicht in Frage zu stellen. Ich kenne sie ja, ist ja meine. Und ich fordere dich auf, da noch mal reinzugehen in diese Motivation, jetzt hier zu sein. Und da wir so ein kleines Ründchen sind, hat ja vielleicht jeder Lust, zumindest wenn da jetzt keine leeren Räume sind hinter den Bildchen, dann seine Motivation Ausdruck zu geben oder mal zu benennen. Ne, das heißt ja immer, wichtig ist, ein Ziel vorne ranzustellen, sagt Jesus im Kurs. Ne? Es ist wichtig, dass du dir klar machst, was du willst, und dann übergibst du die Entscheidung. Dann triffst du keine Entscheidung mehr alleine oder für dich selber. Und dann wollen wir das nochmal einfach so machen. Also wenn jemand was sagen möchte, würde ich mich freuen. Am liebsten wäre es mir sogar, wenn jeder was sagen würde, weil dann sind wir so eine eingeschworene Gruppe für den Augenblick. Aber dieses Format ist nicht so, dass man da verpflichtet ist. So, wenn man zum Beispiel Auto fährt oder so und das nicht möchte. Oder sich Komm nicht ich mal. bringen, ist kein Problem. Ich traue mich mal mit meiner Motivation. Ich habe gerade mal so in mich gespürt. So genau definieren kann ich es gar nicht. Ich würde es so beschreiben, ich fühle mich noch wie so ein schwammiges Etwas irgendwie, wie sowas dahin wabert. Und ich hoffe mir mehr. Also ja, vielleicht Klarheit durch die Verbindung jetzt, ein bisschen mehr, dass sich meine Teile, ja, es hört sich komisch an, aber dass sich meine Teile irgendwie zusammenfügen. Ich kann es gar nicht anders benennen irgendwie, ja. Das ist eine Stärke, dass die Ausrichtung vielleicht klarer wird, genau. Ja, danke. Die Ausrichtung und Klarheit hast du gesagt, ne? Genau. Warte mal, das mal auf. Sonst noch jemand? Ja. Hey. Hi. Ich habe es mir auch jetzt so, gerade so überlegt und bin in mich, und ich habe das Gefühl, es geht um Verbindung, gerade aufgrund von der Lektion heute. Verbindung. Genau.
Ja. Um sich das mehr Klarheit noch zu verschaffen. Klarheit wieder. Und auch, und die Angst vor, ja, ich sag mal, wirklich auch die Angst vom Bruder ist doch irgendwie auch immer so ein Thema noch, denke ich, auch mit diesem, ja, sich zu zeigen oder ja, so hat jetzt, wo du gesagt hast, hier mit den Bildern, habe ich gedacht, ja, irgendwo geht es schon ein bisschen um Verstecken auch oder um nicht mitmachen zu dürfen oder ja, oder wollen, weiß ich nicht. Deswegen Verbindung, weißt du? Ja, das also aus dem Versteck kommen. Ja. Ja, genau. Und Ist auch ja. gleichwertig zu sein, weißt? Also nicht wirklich zu fühlen, diese Gleichheit von uns Gleich, allen. ja. Ja, also dieses Einssein und nicht glaub zu denken, weniger wert zu sein. Und deswegen diese Verbindung Ah. und sich dessen bewusst zu werden. Ja, also die, Ja. genau. Ja. Genau, das kam mir ganz stark heute bei der Lektion heute Morgen noch mal in den Sinn, wo ich denke, Mensch, ich weiß nicht, ob das mehr Leuten noch so geht, aber bei mir ist das irgendwie echt noch ein Thema, zu denken, alle haben es drauf, gell? Und mit jedem labert der Heilige Geist irgendwie. Und bei allen läuft's. Und genau. Ja, das ist, da sage ich mal kurz was dazu. Das ist genau die Funktion, so verstehe ich auch die Aleph Akademie. Das ist genau die Funktion der Aleph Akademie, da an dieser Stelle zu arbeiten, an dieser Stelle die Leute abzuholen, die genau das beschreiben, was du auch sagst, ne? Das ist also mit eine Funktion. Das sehe ich ganz deutlich, weil die Leute kommen und gehen und es geht nicht darum, dass es irgendwie statisch ist, sondern es geht einfach, dass die, die das brauchen, ne? Nämlich diese Gewissheit, dass wir wirklich gleich sind, dass wir da alle ebenbürtig sind, dass man das einfach verstärkt. Ja, das ist ganz, dass diese Information Und ich ganz glaube, man unklar braucht gegeben einfach, wird, bis es nicht mehr genau. nötig ist. Verstehst du? So, bis ich Ja. dann gibt es doch keine Aleph-Akademie mehr oder sowas. Ja, also und das ist ein sanfter Weg. Und es, ja, aber es ist auch so witzig, weil ich bin jetzt auch schon noch ein paar Jahre dabei. Und es ist mittlerweile, obwohl man die Leute ja nicht persönlich kennt, sind sie zum Teil näher an einem als viele, die man jetzt im Privatleben kennt. Ne? Also finde ich total spannend. Also ich habe heute Nacht von Andreas Brühl geträumt zum Beispiel. Also ist doch witzig, oder? Oder von Deva waren auch schon. Das ist total krass. Also weder von Sohn noch von, was weiß ich, Eltern, gell? Sondern da träumst du. Das ist ja spannend. Na, Genau. spannend. Also von dem her klappt das mit der Verbindung dann wohl. Zumindest unterbewusst. Ich gerade schmunzeln, weil ich ja kurz sein Live immer angucke morgens, sein Ping. Dachte ich, wenn der wüsste. Ja. Genau. Okay. Stumm, oder? Ja, und in diesem Feld, das wir uns sozusagen geben haben lassen, wie als ja, der Kurs, was der Kurs dann bietet als Buch, als Konzept, als Struktur, die man hier auf Erden quasi finden kann, ja. In dem wird dir gezeigt, dass es ungefährlich ist. Ja, in dem wird dir gezeigt, dass du einen Schritt vorwärts gehen kannst, dass du so ein bisschen rauskommen kannst aus deinem Versteck. Und wenn dann die Information wirklich gelernt ist, und das hat natürlich immer was, also immer mit Ebenbürtigkeit zu tun, solange du deinen Bruder über oder unter dir siehst, wirst du immer Angst haben vor der Vernichtung, vor dem Krieg, vor dem Machtkampf, vor dem Auslöschen deiner Identität und so weiter. Und wenn du, wenn das gelernt ist, wenn diese Information wirklich angekommen ist, dann kannst du das auch auf deine Welt übertragen. Auf alles übertragen. Muss geschehen. Die Übertragung ist ganz wesentlich. Du kannst es nicht, ne, sonst machen wir ja irgendwie Sekten sozusagen, ne? Und es hat alles seine Funktion. Aber nur um es um dem einen zu dienen, so nur um dem dann
für den wirklich nutzbar zu sein. Nämlich, die Verzagten nützen mir nicht viel, sagt der Kurs, oder er sagt sogar, die Verzagten nützen mir gar nichts. Kapitel 2 irgendwo, glaube ich. Und ja, ich habe diesen Satz gehasst, ne, weil ich mich so als verzagt empfunden habe und so verzweifelt halt, naja, toll, dann nütze ich Jesus ja nichts, ne? Ich bin ja total verzagt so. Und bin aber trotzdem dran geblieben, weil ich keine Alternative gesehen habe. Und siehe da, ich langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher lerne ich, dass das gar nicht stimmt, dass ich verzagt bin. Ganz einfach. Dass das gar nicht ich bin, der verzagt ist. Oder energielos oder depressiv oder all diese Sachen, ja. Und wenn du das merkst, ah, okay, dann macht es auch Spaß, ne? Dann macht es Spaß, hier zu sein und sich zu freuen auf das, was kommt, weil immer das Gleiche gelernt wird. Dass Angst nicht gerechtfertigt ist. Ich bin zu Hause und die Angst ist hier der Fremde. Aber ich will jetzt nicht ablenken. Gibt es noch jemanden, der sich melden wollte zu meiner Frage? Es sind auch schon Leute rausgegangen, also es war doch zu fordernd. Ja, ich war gerade dabei, ins Gedankenkarussell zu gehen, beziehungsweise war schon wieder am Kreisen und dachte mir, ja, geh mal zu deinen Brüdern. Die sind immer hilfreich und so ist es. Ich finde übrigens cool, dass du rauchst. Ich rauche nämlich auch. Und das ist das Nächste. Dann habe ich, sage ich mir, machst du lieber den Bildschirmschoner rein, weil sonst müsst ihr jetzt mal irgendwie dir was einfallen lassen, wenn du Zigarette rauchen willst. Ja, das gehört aber so mit Ja. zu diesem, warum soll ich das verstecken? Ja. Ja, eben, aber das meinte ich ja. Deswegen, das passt so gut jetzt gerade zum Thema. Das finde ich, wollte ich nur noch ergänzen, genau. Ja, komm, SUA, ne? Ja, Gott genau. urteilt sich nicht. Und ich habe nie kapiert, was dieses Ganze, als ich den Kurs angefangen habe, ich hatte auch ein paar Ängste, die ich irgendwie widmen wollte. Und denke, was haben die denn immer mit dem Bruder und den Brüdern? Hier geht's doch nur um mich. Was labern die denn immer von den anderen, gell? Bis ich das mal irgendwann, bis das mal angekommen ist. Ja, das war auch ein ganz schöner Prozess, weil ich dachte, was haben die denn immer? Warum denn immer nur die anderen? Hier geht's doch um meine Ängste oder um mein Problem, gell? Fand ich auch ganz spannend eigentlich. Ja, und was hast du gelernt? Also, sagst du das jetzt, weil du gemerkt hast, ah, irgendwie macht das Sinn mit den Brüdern. Ja, ne? Genau. Ja. Dass es allein nicht klappt, dass das ganz wichtig ist und das dazugehört, fand ich eine Ja, das spannende habe ich Erkenntnis. jetzt. Aber nicht im Kopf, sondern im Gefühl. Also wirklich das zu Ja. merken, auch diese Verbindung, auch durch die Aleph. Dass einem durch die Verbindung klar wird, auch wenn andere von ihren Dingen erzählen, dass man spürt, hey Mensch, hier geht's allen gleich und ja, eben, passt wieder zur Lektion heute. Und das war ja echt ein Prozess, muss ich sagen, weil ich es einfach nicht verstanden habe, gell? Mich hat jede Lektion genervt, wo es um Bruder geht. Ich denke, hey, hallo, ich muss an mir arbeiten. Kommt morgen was Besseres vielleicht? Ja, es geht total. Das ist ein Buch. Ja, der aber, ja, Ja, geht also nicht ohne den Bruder. Das ist spannend. ja sehr spannend. Ja, Aber also schön. Dorothea, du würdest. Von dir würde ich ja gerne was hören. Wo du doch immer da bist. Wo du doch Hey. eine Hey. unglaubliche, ja. Warte, ich. Ach, also ja, okay, du möchtest was hören. Das Erste, was mir heute passiert ist. Ich habe mich gefreut und ich habe gesagt, Glory. Sechste Wiederholung, Glory. Und dann musste ich runter zu meinen Hühnern und denen Futter geben und bin kurz auch so ums Haus und in den Garten. Und dann, ich wusste, dass ich knapp war an der Zeit, weil wir ja um 8:15 und beziehungsweise wir warten ja schon immer aufeinander auf 20 Vorlesen. Und dann bin ich 20 war's und Reini hat schon volle Kanne gelesen.
Im Schnelltempo und ich habe voll gesehen, wie ich denke, oh, die warten nicht auf mich. Und da hat gleich sofort das Lernen angefangen und ich habe dieses Mal wirklich erfolgreich gefühlt auch gelernt, dass das völlig daneben ist, was ich gedacht habe und dass ich diesen Gedanken ersetze. Ja, danke. Ich bin da so dankbar dafür, dass es immer leichter wird. Immer Ja. leichter. Ja, danke. Ja, und im Nachhinein habe ich verstanden, dass ja mein Bild eingeschaltet war und keiner kennen konnte, dass ich ja nicht physisch da war. Ja, was der menschliche Geist sich alles ausdenkt und erfindet. Echt gut. Aber das wird schon eine Herausforderung heute, dieser Tag, wirklich diese Gedanken sofort ersetzen zu lassen. Durch unseren Leitgedanken. Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Und ich bin kein Körper. Ich bleibe immer so, wie Gott mich erschaffen hat. Ich bleibe immer so. Gott. Ja, danke. Ja, sehr schön. Also dann bitte ich euch nochmal in die Stille kurz zu gehen mit mir. Und was ich vor allem rausgeschrieben habe oder was bei jedem eigentlich rauskam, war, oder? Verbindung, ne? Verbindung, die Verbindung zu nutzen, die wir untereinander haben. Dieses Gewahrsein, dass wir wirklich aktiv in diese gewisse, also in das Wissen zu gehen, dass wir verbunden sind. Das ist ja auch eigentlich, wie Vergebung funktioniert. Sobald ich mich verbunden fühle, vergebe ich, weil dann bin ich nicht mehr, ne, Dann löst sich das auch, dann ja. löst sich das Die auf, wenn ich denke, Illusion. er ist gegen mich Entfernung. oder sie verlässt mich oder was auch immer, ne, sondern, ah, okay, das geht gar nicht. Und Klarheit ist auch viel gefallen. Ausrichtung und Klarheit. Und das ist auch ein Anliegen für mich auch ganz stark. Diese Klarheit, diese Klarheit, wo ich hingehöre, wirklich zu finden, ja. Und da sind wir dann auch beim Thema Zuhause sein, ja, also nach Hause kommen. Wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich geistig hin? Wo sind meine Eltern? Ja, wo sind meine geistigen Eltern? Wo sind meine geistigen Geschwister? Wie genau fühlt sich das an? Kann ich da hingehen? Ist das machbar? Kann ich da jetzt hingehen? Oder ist es woanders oder wann anders? Reicht mir schon so ein leichter Release? Oft ist es so, ne? Oft ist es so, dass so ein leichter, ach Gott sei Dank, und dann trinke ich meinen Kaffee und mache meine Sachen und kreise wieder meine Kreise und das ist okay. Aber jetzt halt wieder. Jetzt können wir das nutzen, halt ein Stück weiter zu gehen, diese Stunde. Sogar so weit zu gehen, also ich würde gerne wirklich jeden, der dabei ist, mitnehmen. Also bitte melden, wenn so ein Abfall passiert, so ah, ist jetzt nicht mein Talk oder ist jetzt nicht mein Thema oder also ist jetzt nicht, komme ich jetzt nicht mit oder was anderes beschäftigt mich jetzt mehr. Das kann man machen, man ist total frei, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn dir das bewusst wird und du das nutzen möchtest, dann melde dich bitte, ja? Also es ist jetzt eine Zusammenarbeit so.
Aber nicht um, ja, nee, ich will da keine Vorgaben geben, aber das Ziel dessen, also das, was ich jetzt vorgebe, ist einfach um wirklich dahin zu kommen, wo ich wirklich auch meinen Körper, meine körperlichen Bedürfnisse vergessen kann. Verstehst du, weil sie nicht mehr so wichtig sind. Ja? Weil da ist die heilende Macht. Also da, wo ich das Essen, Trinken und so weiter vergesse, wo das keine Rolle spielt, da bin ich in dem Geist, wo ich heilen kann. Und wir wollen ja heilen. Ne? Wir sind ja, wir wollen uns, wir wollen diese Idee des Heilens völlig ausdehnen. Wir wollen sehen, dass die Toten auferstehen. Ne? Also jetzt mal ganz Tacheles geredet so. Und ja, und dafür lade ich euch ein, eben in diese in diesen Geist der Klarheit zu kommen, in dieses, wie war das Wort vorhin? In diese Ausrichtung. Ja, also das ist jetzt nicht so Mainstream oder nicht so beliebtes Teaching, aber ich gehe das jetzt mal lang, mal sehen, wo es uns hinführt. Und es geht jetzt auch nicht darum, den Körper zu verleugnen und keinen Sex zu haben oder zu fasten. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist immer so tricky, ne? Also ich kenne es von meinem eigenen Geist, dass ich dann oder sich über, es geht also. Es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas auszuschließen, aber es geht darum, dass du dein Bedürfnis danach nicht mehr an erster Stelle setzt, sondern darüber hinausgehst oder halt auch Gott zu verleugnen, ne? Wenn du dich depressiv oder müde fühlst, oder dann ist es einfach der Wunsch, Gott zu verleugnen. Und die Konzepte wissen wir. Wir sind alle in dem Vertrauen, dass es da diese liebende Macht gibt und so. Und jetzt, okay, ich fühle mich eigentlich abgeschlafft oder unkonzentriert oder irgendwas. Das ist jetzt mein Wunsch, Gott zu verleugnen. Ah, ich möchte jetzt einen Kaffee trinken oder ich will mich lieber mit dem und dem unterhalten, das ist spannend oder lalala oder einen Film gucken. Ah ja, das ist, ja, dann bleibe ich halt auf dem Level stehen. Kann ich machen, aber ich bin doch jetzt hierher gekommen, um da klarer zu sein, klar zu sein, was ich wirklich will. Ich will ja einfach nur sehen, was ich wirklich will, dann ist es ja alles kein Problem. Und da bitte ich euch hinzugehen, wie gesagt. Und das würde ich mal, das habt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle mit den, weil jetzt immer in den Session war, die jetzt diesen Monat gelaufen sind, wo es ums nach Hause kommen geht. Deswegen will ich das jetzt nicht so aufmachen, aber also, und setze einfach voraus, dass diese Klarheit, diese Ausgerichtetheit, dieses Gefühl der Verbundenheit dich, ne, ein klares Gefühl ist, oh, jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Da, oder das ist sogar zu Hause sein, ja, hier und jetzt, in dem Gefühl des Friedens, im Frieden sein. Das sind meine geistigen, da sind meine geistigen Eltern, da sind meine geistigen Geschwister. Da ist meine geistige, meine Quelle. Da gehöre ich hin, da fühle ich mich halt zu Hause. Da fühle ich mich erhaben dem weltlichen Geschehen. Ja, es ist so deswegen diese Sache mit dem Teaching, das jetzt nicht immer so beliebt ist, was aber von Zeit zu Zeit einfach wichtig ist. Also klar müssen wir unseren Körper integrieren, klar müssen wir hier klarkommen und so weiter. Aber für diesen Augenblick ist es mir wichtig, darüber hinauszugehen, den Körper in Ruhe zu lassen. Also das zu finden, wo dir der Körper nicht wichtig ist. Und die Angst, oh, jetzt verliere ich jetzt dissoziiere ich mich von dem, wo ich eigentlich bin.
nämlich im Körper und so, die anzuschauen und die anzubieten. Ja. Oh, das ist jetzt das falsche Titel, komme ich ja nicht klar. Also ich gucke einfach nur, was in meinem Geist ist, ne? So von wegen, ich habe Leute gesehen, die einfach in meiner Vorstellung natürlich nur viel zu früh spirituelle Erfahrungen gemacht haben und einfach ihr Leben nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben, äußerlich zumindest, ja, sieht es so aus, nach meiner Beurteilung. Und dann nehme ich das als Grund zu sagen, ah nee, nee, also ich muss da jetzt noch mehr therapeutische Arbeit leisten, um gegroundet zu sein. Und da will ich überhaupt nicht dagegen sprechen. Das hat alles seine Berechtigung. Aber für diesen Augenblick will ich darüber hinausgehen, dass das nötig ist. Die Therapie, die Gesprächs, die Auseinandersetzung, die das Geld verdienen, die Verwirklichung deines Lebens, die Ängste, die du gerne noch, ne, bla bla bla, was du alles noch so erleben möchtest. Das hat alles seinen Platz. Und in diesem Augenblick, dieser Augenblick ist dem gewidmet, darüber hinauszugehen. Da, wo du zu Hause bist. Weil, wenn du das einmal gefunden hast, und das ist ja auch, was Claudia sagt, wenn sie sagt, sie will Klarheit und Ausrichtung, sie will ja diesen Platz, von wo aus die Dinge leicht passieren. Von wo aus du leicht Beziehungen führen kannst, ohne die ganze Zeit im Konflikt zu sein. Ja, darf ich das nicht, soll ich das nicht, aber eigentlich habe ich Schiss, aber eigentlich will ich, oder ich will ja nicht, und dich dann irgendwie spirituell zurückzuziehen, weil das ist sicherer als jetzt in den Krieg zu ziehen, ja, sozusagen, indem ich den Körper wirklich mache oder so. Das sind alles ja Ausflüchte. Aber wenn ich dieses nach Hause kommen gefunden habe, da wo ich zu Hause bin, dann kann ich das alles machen. Ich kann alle Erfahrungen ausleben, leben, die ich erleben möchte. Und es wird dir, du wirst klar geführt. Du wirst genau die Partner, die Situation bekommen, die dich das angstfrei, also die dich dazu bringt, das so zu lernen, dass du dich nicht weiter verstrickst, sondern dass du die Angst verlierst und damit umgehen kannst und dann selber ein großer Bruder sein kannst für andere. Du kannst niemandem helfen, wenn du selber Angst davor hast, was sie dir bringen. Keiner kann dir das rauchen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Thema mit Rauchen hast, dass du gerne aufhören würdest zu rauchen und du gehst zu einem spirituellen Lehrer, der eigentlich das verurteilt oder der halt Angst hat, dass er das nicht geheilt kriegt oder dass das irgendwie nicht gut ist oder dass da irgendwas falsch ist, der kann dir natürlich nicht helfen. So. Dann und also die Angst zu verlieren, egal welcher Situation du dich befindest, ist das A und O. Und das heißt nicht ohne Angst, das heißt nicht, dass du ohne Angst sein musst, das heißt nur, dass du halt sie nicht mehr so ernst nimmst, ein Stückchen. Also, wo ist mein Zuhause? Wo fühle ich mich geborgen, sicher, wach, verbunden, klar? Also, mutig ist das falsche Wort, aber offengelegt. Und diese Offengelegtheit macht mich froh. Ah, ich brauche es nicht mehr verbergen, dass ich rauche oder sowas. Ja, ah, es spielt überhaupt keine Rolle, dass ich im Körper erscheine. So, ja. Ich will jetzt der Kommunikation zur Verfügung stehen, weil in Kommunikation sein ist das Einzige, was dich froh macht. Ne? Oder? Da hätte ich gerne mal Feedback, richtig? In der richtigen Kommunikation zu sein mit deinem Vater, was durch deine Brüder passiert, ist das, was dich hier wirklich glücklich macht. Na, immerhin, ne? Die Diana schüttelt, nickt.
Und in diese Kommunikation kann ich immer nur gehen, wenn ich die Angst nicht mehr wertschätze. Dann könnte ich genauso gut sagen, wenn ich den Körper nicht mehr wertschätze als dieser Wunsch nach der Kommunikation. Und kann das schwierig zu erreichen sein? Ist das glaubwürdig, dass das schwer ist zu erreichen, da zu sein, wo diese Klarheit und diese Ausrichtung und diese Verbundenheit und das Wissen um der Gleichheit aller Söhne Gottes, wenn du so bist, dieses Einssein, wo das erfahrbar ist für dich? Kann das schwer sein zu erreichen? Wieso sollte das schwer sein zu erreichen? Was hält dich ab? Ich stelle eigentlich im Grunde immer ist immer die gleiche Situation. Im heiligen Augenblick ist die Bedingung für die Liebe erfüllt. Denn Geister verbinden sich im Geist, ohne die Störung durch den Körper. Und wo Kommunikation ist, da ist Frieden. Und die Störung ohne die Störung mit dem Körper. Ich weiß nicht, was euch da für Assoziationen kommen. Ja, da hab ich welche. In dem Moment, wo ich den Körper als Störung betrachte, habe ich ja mein Urteil drauf gesetzt. Das heißt, bin ich in der Wertung und in der Wertschätzung, du hast gerade was von Wertschätzung gesagt, und ich sehe es so, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt hier einen Schluck Kaffee trinke oder nicht. Oder rauche oder nicht, weil ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin reiner Geist. Und der kommuniziert. Und was mein Körper dabei macht, ist letztlich völlig egal. Also wenn ich dann wieder mit meinen Gedanken reinkomme, dass ich jetzt den Körper sozusagen in den Hintergrund stellen soll, dann bin ich im Mindfuck. Da wollen wir ja raus. Es ist also quasi so eine gewisse, also ich weiß jetzt nicht, Lass soll ich. den Körper einfach Körper sein. So meine ich das. Und wie Und hast du es verstanden? Wie verstehst du es denn? das, was wirklich kommuniziert, kommuniziert ohnehin. So meine ich das. Und wenn ich jetzt aber hingehe und mir Gedanken darüber mache, was ich dann in der Zeit, wenn ich jetzt, also solche Gedanken wie, ja, ich will jetzt aber in die heilige Beziehung und ich will jetzt richtig kommunizieren, bla bla bla, und ich muss jetzt meinen Körper zurücknehmen dabei. Da bin ich voll im Mindfuck und im heiligen Ego. Also lasse ich das einfach, ich lasse den Körper einfach mitlaufen. Du, das klingt so ein bisschen, dass du unzufrieden bist, ja? Also mir geht es ja nicht darum, jetzt zu gucken, Ich bin zufrieden. ja, klingt jetzt so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mitgehen möchte, oder? Was ich anbiete, oder liege ich da falsch? Ich möchte mal ganz genau sein. Also ist ja auch nicht schlimm, das muss ja nicht passen. Du hast ja gefragt, wir lassen. Ich habe Wie bitte, wie bitte? Ich dich habe dich erzählt. akustisch nicht verstanden. Sag nochmal. Nee, 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 ich bin nicht unzufrieden mit deinem Teaching oder so. Das Nee, ja, gut. ist für Wie mich geht's dir? gar nicht der Gedanke. Du hast nur gefragt, wie seht ihr das? Und ich habe Ja, nur okay. gesagt, meine Arbeit in Anführungsstrichen findet ja im Geist statt. Ja, kann ich dich kurz unterbrechen? Also ich habe ja hier gelesen, im heiligen Augenblick ist die Bedingung für die Liebe erfüllt. Denn Geister verbinden sich im Geist ohne die Störung durch den Körper. Und wo Kommunikation ist, da ist Frieden. Und dann habe ich innegehalten, was kommt euch bei ohne die Störung mit dem Körper? Und das ist eigentlich genau der Punkt, auf den du hinaus willst, will ich nämlich auch hinaus. Weil ich heute Morgen das auch gelesen habe und gemerkt habe, dass ich das oft falsch verwendet habe. Ich habe das, also ich will nicht sagen falsch, halt der Zeit angemessen. Ich war halt dementsprechend weit oder so. Und bin
habe diesen Konflikt nicht freiwillig losgelassen. Also ich habe immer noch den Konflikt aufrechterhalten. Okay, das bedeutet, ich soll nicht was mit dem Körper machen, zum Beispiel, ja. Ich soll zum Beispiel nicht auf die Person zugehen, weil ich muss das ja alles im Geiste lösen oder sowas, ja. Und heute Morgen, als ich das gelesen habe, ist mir klar geworden, dass da immer wieder diese Missverständnisse reinkommen, weil ich es immer noch durch diesen Angstfilm lese, immer noch durch den Glauben an Opfer lese, ja. Wenn ich aber den Opfergedanken total aufgelöst habe, dann bin ich nicht mehr mit den Handlungen, wie du sagst, des Körpers im Konflikt. Ja, sondern ich fühle diesen Flow, wenn du so willst, ja. Ich mache, was sich anbietet und stell das nicht in Frage. Und ich bin total im Vertrauen, dass es genau richtig ist. Ich hafte nirgendwo an und ich weiß aber auch nichts von mir weg, weil ich es nicht mehr beurteile, wie du sagst, ne? Ich beurteile das nicht. Und das meine ich mit den Körper, also den Geist über den Körper stellen. Also so, genau wie du sagst eigentlich, ne? Und ja, genau, also das so da immer wieder hinzukommen, dass der Geist kein Problem hat mit dem Körper. Kein Problem haben mit dem Körper bedeutet im Grunde ohne Körper zu sein, also im Geiste ohne Störung durch den Körper. Also der Kurs sagt ja, der Kurs sagt ja, der Körper ist ein Versteck, das ich gemacht habe, um mich vor Gott zu verstecken. Also ich gehe in den Körper. Das ist die Art und Weise, wie ich eine Trennung mir vorgaukeln kann. Das ist, was passiert. Ja. Und genau das, also bin ich per Definition im Konflikt, wenn ich überhaupt den Gedanken Körper mitbringe. Ja, also der Begriff, also ist per Definition bin ich im Konflikt. Ich kann nicht ohne den Körper hier sein und ich kann nicht ohne Körper im Konflikt sein. Ich brauche den Körper für den Konflikt. Also insofern ist der Körper böse. Und gleichzeitig ist es aber dein Geschenk oder unser Geschenk, dem eben keine Wirklichkeit zu geben. Es darf sein, weil also Ken Wapnick sagt ja, du bist nicht hier, um ohne das Ego zu sein, sondern du bist hier, um dir das Ego zu vergeben. Ja? Also ich bin hier, um mir die Idee, dass ich ein Körper bin, zu vergeben. Und wie mache ich das? Nicht, indem ich den Kaffee eben nicht trinke. Und auch nicht, indem ich ihn trinke. So, es spielt einfach keine Rolle. Und das, ich finde, es ist sehr, sehr schwierig zu kommunizieren verbal, weil immer wieder dann so die Worte die Worte können es halt nicht fassen, so. Dafür brauchen wir halt die Stille. Die ganze Zeit präsent ist, egal ob ich jetzt rede oder nicht. Also ich kann jetzt still sein, dann haben wir uns alle geeinigt, oh, sie ist still, sind wir auch still und das ist jetzt Stille. Aber das ist nicht Stille. Wenn du noch das brauchst, dass einer nicht redet oder die Musik ausgemacht wird oder die richtige Musik spielt oder so, dann ist das nicht die Stille, von der wir reden. Ne? Also so, auch wenn es vielleicht schön ist, und Eckhart Tolle sagt, in der Natur, was weiß ich, kannst du das irgendwie den kranken Menschengeist schneller abschalten und so weiter, hat alles seine Berechtigung. Und doch ist die Stille unabhängig von allem, was geschieht. Und das ist auch die Übung.
Das ist auch die Übung von einem Kurs im Wundern. Du bist gekommen, um den Himmelreich, dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Du bist gekommen, um ja die Übertragung, wie heißt es? Das Ausbleiben der Ausnahme ist die Lektion. Das Fehlen der Ausnahme ist die Lektion. Weil gute Ideen hatten wir schon immer, von Anbeginn der Zeit. Und dann haben wir immer wieder ganz viele Ausnahmen gemacht. Ne? Da ist Gott und da nicht. Da ist die Stille und da nicht. So, ja. Und das ist tatsächlich nicht unser Job. Unser Job ist tatsächlich, deswegen ist es ja auch so sinnvoll, deswegen heißt es ja immer, sei einfach da, wo du bist. So, jetzt, was weiß ich, ne? Du musst keiner Sekte nachfolgen, du musst keine andere Beziehung haben, die mehr den Kurs macht oder irgendwas, sondern das ist genau das Himmelreich, dem du beibringst, dass es den Himmelbereich ist, um dich sehr selber zu lernen, dass du schon längst zu Hause bist. Und ich nehme an, dir geht's so wie mir, das ist das Glücklichste auf der Erde, dass du diese Transformation miterleben kannst. Der heiligste Augenblick hier auf Erden ist, wo ein alter Hass zu einer gegenwärtigen Liebe wird. Das ist, wieso wir hier sind. Das wollen wir erfahren. Das wollen wir immer und wieder erfahren. Wir wollen heilige Augenblicke, einer nach dem anderen. Und dann steigert sich das wahrscheinlich auch erstmal so, wow, jetzt kann ich auch Popstar werden, weil es ja alles möglich und alles frei und spielt keine Rolle und jetzt kann ich den Traumpartner auch kein Problem und so weiter. Ist auch alles kein Problem. Und irgendwann ist das aber auch nicht mehr wichtig. Und dann ist es halt, wie es ist. Dann bin ich halt ein Popstar oder in einer glücklichen oder unglücklichen Beziehung oder Bettler. Oder wie gesagt, darin ist ja die ganze Schönheit, dass es da wirklich keine Rangordnung gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt. Aber als ich die ersten Erweckungsmomente hatte, war das genau die Erfahrung. Das trifft dann auch auf Dianas Wohn also Ziel, das wann ist, nee, nicht, doch, Diana, doch, dass diese Gleichheit, ich habe erlebt, das war noch weit vorm Kurs, wow, es ist ja alles gleich. Und das war, ich habe Kunst studiert und das war für mich der Inbegriff der Schönheit, die Gleichheit aller Dinge. Jetzt bin ich frei, jetzt kann ich Bettler sein oder Millionär, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Und darin war für mich eine unglaubliche Schönheit. Das bedeutet nicht, dass ich nicht wieder zurück, es hat nicht bedeutet, dass ich nicht wieder zurückfalle und irgendwann denke, nein, ich will aber doch lieber ein gutes Einkommen haben, als irgendwie betteln gehen und so. Komm zurück. Aber letztendlich wollen wir mal sehen, ne, was meine Wünsche sind. Genau die werden nämlich geschehen. Claudia. Genau, du hast gerade, das hat mich nochmal berührt jetzt. Du hast gerade von den heiligen Augenblicken gesprochen und von sogar ganz vielen aneinander. Und da habe ich so gemerkt, ja, erstmal habe ich so gedacht, wäre schon froh, wenn ich einen am Tag hätte. Also, ne, wo ich, ja, wo mein Inneres, ich muss ja irgendwie eine Zustimmung dazu haben. Also irgendwas in mir muss ja spüren, okay, das ist jetzt ein heiliger Augenblick, sonst ist das für mich ja ohne Qualität, Ja. ohne Resonanz, ne? Sonst ist Ja. ja Richtig. genau und genau und damit überhaupt erstmal anfangen. Also diese, das ist ja auch ein bisschen vielleicht eine Bereitschaft. Ich lasse diesen heiligen Augenblick mal zu. Das hat ja auch was mit Spüren zu tun. Ich lasse es jetzt mal spüren und da sein. Also ich gehöre mit dazu. Ohne mich geht ja der heilige Augenblick nicht. Weißt du irgendwie, wie ich meine? So, also ich weiß ja gar nicht, wie ich den Ja, machen soll. absolut. Ich weiß ja gar nicht, Wunderbar, wie sagst du das. Absolut. es geht. Ja. Genau, ohne dich geht der heilige Augenblick nicht. Das ist das A und O. Das muss, das ist ein wichtiger Hinweis. Danke. Ohne dich ist der heilige Augenblick nicht möglich. Das kann man nicht fett genug, was weiß ich, wie sich über das Bett hängen, so. Weil die Versuchung zu denken, später oder jemand anders ist einfach intensiv. So,
was weiß ich, wie die Gravitation halt. Du konntest dich dem fast nicht entziehen, so. Ja, so, also es ist, ja, es ist wie die Gravitation. Es ist wie so eine Chemie oder wie ein physikalisches Gesetz, das dich da immer in den gleichen Loop hält. Und dem, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, entgegenzusetzen, aber deswegen halt das Geistestraining, dem da so diese Erinnerung reinzubringen, ohne mich ist der heilige Augenblick nicht möglich. Wenn das hilft, ja, ich weiß nicht, aber du hast es nicht ohne Grund erwähnt. Ich finde es total hilfreich, weil ohne mich ist der heilige Augenblick, weil ich die Tendenz auf jeden Fall habe, dass es auch ohne mich geht. Es geht nicht ohne dich. Also ich habe den Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel Zuhörer wäre, ja, lass die mal machen, so, die werden schon ihre heiligen Augenblicke machen, ich kann ja jetzt mein Ding machen, meine private Welt, verstehst du so? Oder meine Gedanken denken. Dann ist das relevant für die anderen auch. Es ist relevant, weil ohne mich geht der heilige Augenblick nicht. Und da sollte ich jetzt nicht in irgendwelche co-abhängigen Ideen verschlittern, aber es kann dich darauf aufmerksam machen, jetzt oder nie. So. Ja, mir kommt Das soll gerade dich auch noch. nicht in Leistungsdruck bringen. Also es hat mich zum Beispiel auch immer irgendwie in Leistungsdruck gebracht. Oh Scheiße, ich muss jetzt hier eben dieses Gefühl haben, das ich gerne hätte, diese Referenz, sonst bringt mir ja der heilige Augenblick nicht. Sondern es soll dich in die Freude versetzen. Darum geht es ja. Es soll dich in die Freude versetzen, dass ohne dich der Himmel nicht vollständig ist. Und diese Freude sollst du ausdehnen, damit der Letzte es schnallt. Ich meine, ich finde es auch ein bisschen komisch, weil wie sollen wir 7 Milliarden Menschen oder mittlerweile 8 Milliarden Menschen alle dazu bringen, dass sie das Gleiche denken? Das ist Wahnsinn. Das wird so nie passieren. Und gleichzeitig sollen wir es aber wirklich, der sagt das mehrfach. Du wirst hier nicht in Frieden kommen, bis nicht der Letzte die Liebe Gottes angenommen hat oder die Sühne angenommen hat. Weißt du so, und ja, mach damit, was du willst, aber lass es einfach sacken, so. Ja, also du bist da wesentlich. Das ist ja, was der Kurs die ganze Zeit sagt. So. Man kann es ja so sehen. Ein Geist, in dem wir verbunden sind, haben wir uns darauf geeinigt. Dieser Geist ist Gott, ja, und der bist also du, weil du bist ja auch drin verbunden. Jetzt haben wir all diese Identitäten erschaffen, die getrennt voneinander rumlaufen. Und je mehr ich mich aber mit dir zurückerinnere, dass ich dieser eine Geist bin, dieser eine Sohn Gottes, desto mehr kann ich das auch hier als Ute-Identität mit Dorothea austauschen und das glückliche Beispiel, Vorbild sein für alle anderen Identitäten, es dem nachzumachen, weil auf einmal kein Konflikt entsteht, weil auf einmal kein Krieg daraus resultiert und so weiter. Und ich rede von Sachen, die sind nicht so richtig in Worte zu fassen. Ne? Ja. Aber wenn du die frühe Freude spürst, dann weißt du es. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysien. Wir betreten freudetrunken, feuertrunken oder Ja. freudetrunken, himmlische dein Heiligtum. Und jetzt kommt der schöne Satz, den ich immer wieder mal zitiere. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Also es ist eine Mode, ja, es ist was Zeitliches, es vergeht. Meine Identität ist eine Mode, meine politische Meinung ist eine Mode, meine familiäre Herkunft ist eine Mode. Das ist was Temporäres, es ist Geschmäcklerei, wenn du so willst, ja. Ja, und im Singhalesischen, also heißt Mode dumm. Mode ist dumm. Ja, Materie ist ohne den Geist geistlos. Ja. Und Raum und Zeit sind dieselbe Sache. Aber da es nur Geist gibt, gibt es keine geistlosen Materie und ist halt deswegen wird es halt Illusion genannt, ne? Das große Paradox.
Und wenn wir das halt demonstrieren können, in aller Demut, dass wir das wirklich, dass es eine Gnade ist, es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre, den Kurs in Wundern so nahe an sich ranlassen zu können, wie ihr das könnt, wie ich das kann, wie wir das können. Das ist eine Ehre. Kann man ruhig auch mal so sehen, ja? Ich bin der Letzte, der sagt, so und so muss die Form sein und alle müssen den Kurs machen und sowas, ja? Es geht absolut nicht um irgendwie was da in der Form zu verallgemeinern, sondern es geht einfach um das, was es heißt, dass es eine Ehre ist, Gott so nahe an dich lassen zu können als Mensch, dass er die Konzepte wieder gerade rücken kann. Also aus der Position des Menschen ist es eine absolute Ehre. Natürlich, als Sohn Gottes ist es dein Erbe und eine absolute Selbstverständlichkeit. Und jetzt sind wir schon durch mit unserer Stunde. Und ich möchte nochmal euch wirklich, ich meine es wirklich mit der ganzen Ernsthaftigkeit der Liebe, in diese Ausrichtung, dass du zu Hause bist. In der Verbundenheit. Ich liebe das Wort Verbundenheit. Ehrlich gesagt mag ich das mehr als eins sein. Ich weiß nicht wieso, aber eins sein ist mir manchmal zu abstrakt. Das ist für mich zu sehr eine Zahl vielleicht. Also wenn ich diese Freude der Verbundenheit, der Klarheit, des Zuhause-Seins empfinde, dann bin ich da. Mehr braucht es nicht. Alle einverstanden? Reicht das für Ja. heute? Ja. Nee, ich bin jetzt völlig geflasht, dass hier eine Stunde vorbei ist. Da kannst du mal sehen, was Zeit für einen Taschenspielertrick. Traum ist. Traum. Ja. Ich dachte, wir haben jetzt gerade mal 10 Minuten oder so. Ja, das wäre doch mal schön ein Thema für 5 Stunden oder so, Ute. Also mal länger. Ja, es ist sehr hilfreich, da länger auch mit den, ja, es ist hilfreich, da so dran zu bleiben. Aber ich meine, im Grunde muss man es halt lernen, wo man ja, wie auch immer. Mein Mund ist trocken. Ja, aber schön, dass ihr da so dabei wart. Ist so wichtig auch die Qualität, ne, zu spüren, ah, ich brauche euch ja, ne? Wir brauchen uns so in diese, dass ich brauche ja diese eine Verbindung, dass diese Ideen sich stärken. Ich meine, ich kann das natürlich auch alleine mit mir im Geist machen, aber das in der Identität zu bestätigen, macht es halt noch mal viel stärker in der Erfahrung. Und dafür braucht es nur einen. Also es braucht nicht, ja, 100, keine Ahnung, Zuhörer oder sowas. Du hast da nicht mehr Informationen vermittelt. Verstehst du so? Also du hast dich nicht mehr ausgedehnt. Sondern es braucht immer nur dieses eine, das muss ich mir mal sagen, weil ich mir tatsächlich auch manchmal so einbilde vor großem Publikum, dass da eine höhere Energie ist, ne? So, wenn viele Leute da sind, mitschwingen, sieht ja auch so aus auf Festivals und so, kann ich auch nicht von der Hand weisen, dass es sich wirklich so anfühlt. Aber ja, im Grunde spielt es keine Rolle. Wo der Geist es findet, da findet dieser heilige Augenblick statt. Und das ist wichtig. Ich denke, ich meine, euch brauche ich das nicht erzählen, aber viele sind dann doch auf dem Ritt, dass es halt doch sich geiler anfühlt, wenn der Laden voll ist, ne? Wenn die Follower kommen, Follower vollen, vollern, wenn die Likes hochgehen klar, brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich nur ein Hype ist, dass das Depot, wie heißen diese Endorphine, diese
Depomin, wie heißt es eine, egal, dass es einfach nur Dopamin. Glückshormone ausschüttet, weil ich mich bestätigt fühle, whatever. Darüber brauchen wir nicht reden, aber doch, müssen schon darüber reden, weil man doch gerne, zum Beispiel als Lehrer, schnell darauf reinfällt, dass man denkt, dass man die Erfahrung macht, naja, wenn die Leute kommen, dann ist halt auch ein Ruf da. Dann bin ich jetzt, ne, zum Beispiel, die Lehrer werden, die Schüler werden kommen, wenn der Lehrer bereit ist. Dann hast du solche Sätze im Kopf und dann kommt keiner, denkst dir so, naja, bin ich noch nicht bereit und ja, whatever. Aber wenn es funktioniert, das mit einer Person oder mit deiner Katze oder mit wem auch immer zu erleben, dann hast du genau das gleiche Ziel erreicht wie Eckhart Tolle. Ich sag's nur mal. Zum Beispiel Diana für dich, weil du meintest, diese Rangordnungen und so weiter. Also dieses, die einen haben es und die anderen haben es nicht. Das sage ich auch nochmal ganz ausdrücklich, weil die Versuchung ist sehr hoch. Weil wenn du mächtig wirst, dann siehst du auch, wow, du könntest Konzertsäle füllen mit Publikum. Weil du hast die Macht. Ja, und nicht selten macht man das dann auch, vielleicht, wahrscheinlich dann nicht, weil es doch nicht so lalala. Und dann ist es ein ewiges Hin und Her, sollte es nicht so sein, wäre doch schön und dödödö. Aber dich klar zu machen, immer und immer wieder, ja, ey, eine Person, ein Bruder reicht. Da erfülle ich meinen Job und darin ganz klar zu sein, dann suchst du ja nur noch danach, wo es auch funktioniert. Dann suchst du nicht mehr in Klischees, sondern du suchst einfach nur, ist es deine Katze? Ist es meine Oma? Ist es die Aleph-Akademie? Ist es Lehrer sein? Ist es Schüler sein? Ist es Bettler sein? Ist es Millionär sein? Ist es, weißt du, du fühlst nach, wo ist es für dich? Ja? Wo geht das Herz auf? Und du folgst nicht irgendwelchen Klischees, die du dir konstruiert hast im Laufe der Zeit, wie das doch geil wäre. Naja, gut, das war jetzt nur für mich nochmal. Und damit beende ich die Aufnahme zumindest.